Ich hielt meine Hand vor mein makelloses Auge und der Herr schoss sich durch meinen gespaltenen, blutenden Apfel wie ein Mann seinen Samen in das offene Geschlecht. Ich kann so schnell nicht lesen, Knot! Kannst du mal ein bisschen langsamer sein? Da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Außenlast 2 mit mir, Lunetschki. Jawohl, Scan. Die eierhälsige Eierhalsrunde geht wieder weiter. Ich muss mal ganz kurz nochmal ins Optionsmenü zurück, um irgendwie die FPS zu resetten. Denn immer komischerweise, wenn ich raustappe, gehen die FPS runter auf 20, 30. So, wir gucken erstmal schnell ins Inventar, was wir da alles noch haben. Wir haben. Ja, genau. Und 2 Batterien. Das ist nicht viel. Wir werden also versuchen, erstmal ohne den Akku voranzukommen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier. Guck mal, da oben kann man bestimmt raus. Eigentlich könnte er hochspringen, was er ganz oft kann. Aber er da ja nicht möchte, gehen wir also einfach rüber. Wo war das? Da oben, oder? Was war denn jetzt? Windows Farbschema! So, jetzt bin ich wieder zurück. Das Windows Farbschema hat sich dieses Mal zum ersten Mal geändert. Lustig, lustig, tralalala. Ich habe die ganze Zeit Outlast gespielt, nicht einmal kam diese Farbschema-Scheiße. Windows 7 ist halt manchmal ziemlicher Rotz. So, jetzt hoch mit uns. Und ich habe das Gefühl, dass es definitiv nicht besser wird. Bandagen. Keine Batterien? Ich will Batterien! Gib mir Batterien! Na gut, dann halt nicht. So, 100% ist jetzt hier irgendein Ekelvieh in der Dunkelheit versteckt. Okay. Wenn ich diese Musik schon so höre, ey. Es war klar, dass das passiert. Es war so klar. Oh, fuck you, ey. Oh, fuck. Wo muss ich hin? Muss ich ihn irgendwie austricksen? Nein, das war falsch! Das war dumm von mir! Renn um dein Leben! Digga! Renn um dein Leben! Das war... Okay, da liegen jetzt Zettel auf dem Boden. Okay. Kapitelscheiße. Batterien! Und jetzt? Es geht nicht weiter! Geh doch mal! Wo muss ich lang? Da gibt alles. Ach so, interagieren! Mach auf, mach auf, mach auf! Und mach zu, mach zu, mach zu! Oh, Kacke. War eine sehr dumme Idee. Heilen, erstmal H drücken. Dankeschön, Spiel. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich weiß ja nicht wohin, aber... Ach, da oben, okay. Oh, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Sorry, dass ich so still bin. Hä? Was ist denn jetzt los? Ja lol, leck mich am Arsch, ey. Okay, das war dumm. Das war... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hin muss. Entschuldigt meine sehr lückenhafte Spielweise und mein Gedächtnis-Fake. Achso, ich bin nicht hier schon wieder. Okay, wir gehen einmal hier durch. Und sperren die Tür ab. So, das ist easy peasy. Dann nehmen wir den Scheiß und schieben den dann nach oben. Dass ich darüber kann. Das war auch ganz komisch. Irgendwie gescriptet. Ich war auf einmal irgendwo einfach runtergefallen. Hoch bitte. Einmal rüber. Und jetzt war es ganz komisch. Achso, okay, okay. Ja! Und jetzt muss ich einfach rennen. Ich weiß nicht, wo ich gerade eben war. Ich war auf jeden Fall nicht da, wo ich hin musste. Das war nicht richtig. Habt ihr das abgemerkt auch? Okay, das war irgendwie dumm. Er kann runter. Lol. Wo soll ich jetzt hin? Hä? Achso, da drunter durch. Und hoch, 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 hoch. Okay, okay. Lal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 
Josef, hey, hallo? Das ist dumm. Das ergab jetzt keinen Sinn. Ich muss doch darüber. Wieso konnte der mich erreichen? Ich finde diesen Script scheiße. Ich finde diesen Script ultra scheiße, Leute. Der ist ganz schlecht umgesetzt hier an der Stelle. Total verbuggte Grütze ist das. Runter durch und los, 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 los. So, die sind ganz schnell. Aber ich auch. So. Jetzt dürfte er mich eigentlich nicht erwischen. Okay, 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 okay. Das Spiel ist kacke, Mann. Ich mag solche Stellen nicht. Oh. Fuck. Ja, geil. Hä? Achso, hinter mir. Ich bin gerade völlig durcheinander. Sorry, Leute, aber das ist, mir alles gerade ein bisschen zu viel. Ich glaube hier prinzipiell nichts. Diese Mucke dazu, ey. Mach mich ruhig wahnsinnig, Spiel. Lol. War das richtig? War das falsch? Bin ich tot? Ich bin tot. Ach, Dumpfbackenspiel, ey. Oh, das war so cool eigentlich an der Stelle, aber oh, wo muss ich denn hin, wenn ich nicht ins Scheißhaus muss? Das Scheißhaus war auf jeden Fall falsch. Mann, lass die Scheiße. Da muss ich aber hin. Das ist dumm. Ich raff's nicht. Wo muss ich hin? Ins Scheißhaus auf jeden Fall nicht. Das mag ich nicht. Das ist eine ganz dumme Stelle, Leute. Das ist eine ganz, ganz dumme Stelle. Weil jetzt muss ich einfach nur trial and error mäßig irgendwo lang kommen. Vielleicht hier lang? Nein. Hier rein? Auch nicht. Oh, da kommt er angerannt. Das ist ein kleiner Schneller, du. Der ist auf jeden Fall flott unterwegs, der Junge. Hi. Ich sehe ihn. Hä? Es geht... So, ich schneide das jetzt mal raus. Sorry, Leute, aber ich raff diesen Abschnitt raff ich nicht. Ultra erotisch. Okay. Ich raff's wirklich nicht. Ich pausiere erstmal kurz. Okay, Leute, ich hab, glaube ich, was gefunden. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Denn ich hab mich jetzt dann doch mal erkundigt in dem Workshop, was zu tun ist. Ich muss in die Scheißhäuser. Hier rein. So, jetzt muss ich warten, bis er anfängt zu singen. Und rausrennen. Da ist er. Aber das war dumm von mir. Man muss irgendwie an ihm vorbeirennen. Ja.
das ist das Ding. Irgendwie soll man das umgehen können. Das ist eine ganz, ganz dumme, ganz, ganz... Okay. Dankeschön, ich fange direkt wieder da an. Immerhin das. Das Spiel hat sich also gemerkt, dass ich hier langrennen muss. Ich sollte vielleicht schneller durch die Türen durch. Okay, er ist immer noch hinter mir her. Ganz langsam aber wohl. Ich sehe ihn zwar nicht, aber egal. Ah, es ist hell. Da, wo ich herkomme und einfach nach oben. Da ist sie, eine aufgehangene Olde. Durch die Dunkelheit. Wo lang? Da. Hi, moin! Wer bist du denn? Falsche Richtung. Ja, wo? Ja, lol, leckt mich am Arsch, ey. Halt die Phrase. Okay, da lang. Was auch immer das ist. Ein hübsches Fenster. Och, guck mich doch nicht so dumm an. Hier lang, okay. Da ist eine Notiz auf dem Tisch. Üble Schnicke der Hecke. Okay. Die Musik hört wenigstens auf. Ach, da ist ein offenes Fenster. Ja, moin, Tag, moin. Kann ich ja auch... Wie er über alles Mögliche rüberklettern kann, aber nicht über einen umgefallenen Tisch. Was eine Flasche. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich gehe mal nach links lang. Okay, Leute, sorry für den komischen Einstieg und für den komischen, wirklich sehr merkwürdigen Parts und den ganzen Gefails, aber irgendwie ist das alles nicht so, wie man sich das vorstellt hier in diesem Spiel. Weil am Anfang hat es gebuggt, dann hat es jetzt auf einmal irgendwie eine komische Stelle gegeben mit einer Stelle, wo ich einfach nicht wusste, was zu tun ist. Oh, jetzt sind wir wieder im blutigen Regen. Okay, ich lass mich einfach mal fallen. Was hältst du denn davon, Spiel? Fallen lassen, bitte? Nicht? Ach, guck mal, da ist ein Vorsprung. Den muss ich erreichen. Ach so, lell, okay. Alles easy peasy. Schaffen wir doch. Ja. Ja. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja. Ich muss bestimmt gleich wieder irgendwie wegrennen. Ich mag diesen Abschnitt des Spiels nicht. Ständiges Weggerenne hier. Und alle Hopsassa, halt dich bloß fest, Blake. Blake Longman. Längerman. Eine Tür? Oh gut, aber die Tür führt uns nichts. Wo geht's denn hier weiter? Nirgend. Ach, guck mal, da oben ist ein Vorsprung, den er auf einmal erreicht. Man sieht hier aber auch echt wenig. Allerdings habe ich natürlich keine Batterien. So. Alles klärchen, Popärchen. Wir sind wieder in Game. Interagieren. Alles klar. Muss ich da jetzt runter oder muss ich da geradeaus weiter? Ah, hier ist eine Batterie. Gut. Also erstmal geradeaus weiter, um mir eine Batterie zu schnappen. Sonst ist da nichts. Alles klar, wir müssen runter. Auf geht's, wilde Rutschparty. Hui! Bumsfallera. Weh! Mano! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein, Alter. Oh, fuck you, ey. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Krabbel drunter durch. Kannst du doch mal schneller machen? Schneller, 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 schnell. Steh auf! Was hat der denn für ein Problem, Alter? Oh. Wow. Dieses Spiel ist der blanke Wahnsinn, ey. Ich hoffe, die kommen da nicht raus. Huh. Ich möchte gerne damit interagieren, aber nein. Gut, ich wurde zum Glück nicht verwundet. Kann ich hier raus eigentlich? Nee. Okay. Auf zum Fahrstuhl. Kurbeln wir das Ding an, Baby. Was ist coming? Ich sehe gerade nicht, was zu tun ist. Oh, shit!
Shit! Hä? Warum ist das jetzt so offen? Ach meine Güte, ey. Langsam nervt mich das Wegrennen. Schon wieder kommt diese dumme Szene, in der man nur dauernd wegrennen muss. Das ist wieder der Punkt des Spiels, den ich nicht mag. Ich möchte wieder die ruhigen Momente mit dem Floß. Das war schön. Das war mein Highlight bisher. Mein absolutes Highlight. Das können sie doch nicht kaputt machen mit so einer Kacke hier. Jetzt renn! Sprinte, Jürgen! Warum kann er denn nicht sprinten? Mach hin, ne, Junge. Das ist ein Ekelvieh! Da ist noch so ein Ekelvieh. Schneller, Mann! Schneller, Mann! Schneller, Mann! Oh, fuck, 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 fuck! Oh. Geht mir aus dem Licht! Boah. Jürgen und Jürgina, ey. Wie willst du Jess noch retten können? Oh, jetzt ruckelt's gerade. Lynn, ja genau, wollte gerade sagen. Kriegst du irgendwelche verdrängten Erinnerungen zwischen Lynn und Jess? Ist das das, was dich so abfuckt momentan? Ja, Roffel. Bleib mitten im Gang stecken. Uey! Wir fallen da mal ein bisschen, was? Okay, es geht noch tiefer runter. Ich wollte gerade durchkrabbeln. Ich habe gerade überlegt, machst du es jetzt, machst du es nicht? Aber gut. Ich glaube, das könnte tödlich enden. Ich gehe mal davon aus. Jeder andere Mensch wäre jetzt wahrscheinlich tot. Er schafft das. Er überlebt den Scheiß. Äußerst unwahrscheinlich, aber... Er kommt, er kommt, er kommt. Ich wusste, dass er von hinten kommt, sobald wir durch sind. Ich wusste, er kommt. Ich lasse mich doch nicht austricksen im Spiel. So. Kriegen wir jetzt mal ein paar Batterien wieder? Oh, ich kann. Ich habe eine Errungenschaft freigespielt. Sancti Sepulchri. Oh, das klingt interessant. Sancti Sepulchri. Ah, so. Einmal bitte ins Logbuch gucken, verehrtester. Ich bin angerufen. Ich leg aber erstmal auf. So. Leute. Da ist soweit nichts zu retten. Wir knabustern uns mal hier durch die... Es ist doch ganz eindeutig, dass hier unten irgendwas Ekliges lauert. Alles klar? Alles klärchen, Popärchen. Ich hoffe, dass keine Verwachsenen kommen, wie durch irgendwelche Minenlabyrinthe rennen müssen. Ich hab doch Stimmen gehört. Hier ist auch nichts. Es war wieder so stockfinster in diesem Spiel. Oh, ist das herrlich, ey, Leute. So, mal ganz kurz das Licht ausmachen. Akku sparen. Oder eher Batterien. Ja, lol, genau das möchte ich nicht. Schon wieder von Buckelviechern verfolgt werden, ey. Die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Da ist Licht, da ist pechschwarze Nacht. Ich gehe mal ins Licht. Ja. In der Hoffnung, dass wir... Okay, ich gehe mal in die Dunkelheit zuerst. Vielleicht liegt da was rum. Ich gehe den anderen Weg lang. Okay, okay, okay. Vielleicht liegt da was auf dem Boden. Oder auch nicht. Doch, Notizen. Kapitel, ja schön. Das war's? Ja, okay. Hat sich für mich jetzt nicht gelohnt, da ich die Notizen sowieso langweilig finde. As fuck. Aber wir gehen mal jetzt zu Lynn. Die Alte ruft nach uns. Einmal drunter durchkrabbeln. Bitte aufstehen. Dankeschön. So. Hier ist... Nicht? Keine Batterie? Mano! Ich will doch noch ein bisschen Batterien! So, lass mich doch. Oh la la. Geht's hier durch? Nein. Ich dachte, er kann sich durchzwängen. Er kann sich auch sonst über alles durchzwängen.
Da unten sind Lebensformen. Ich nenne es mal ganz vorsichtig Lebensformen. Ich muss mal eben nur schnell was gucken, da ich ganz vergessen habe, wie lange die Folge vorhin ging. Wegen dem Schnitt. Nicht, dass ich dann hier am Ende eine Stunde aufnehme und nicht weiß, wie lange es ist. Dementsprechend, ich schneide mal ganz kurz, beziehungsweise ich blende mal kurz raus, guck mir nach und guck nach. Bis gleich. So, ein paar Minuten haben wir noch. Versuchen wir es einfach mal. Ab ins Loch zu den komischen. Zu den komischen Lichtern, die da gewackelt haben. Ich habe ein bisschen Schiss, dass da was kommt. Denn das wird es sicherlich auch. Haben wir hier irgendwas Schönes versteckt? Ne, haben wir nicht? Okay. Was ist? Ist es weg? Was war das denn? Irgend so ein Mistvieh kam da auf mich zu. Noch mehr von euch? Geil. Verwachsen. Was ist das? Da war irgendwas, oder? Ich weiß nicht, ich krieg schon Anverstellungen, Alter. Okay, hier ist die Höhle eingestürzt. Wie mir scheint. Oh Gott. Es ist so verzweigt. Ich gehe mal erstmal zum Einsturz. Da ist nichts. Dann gehe ich mal dahin, wo das Licht nicht... 5. WTF. Okay, da will ich nicht hin. Geh ich mal da lang. Fuck. Okay. Knusprig, knusprig. Aber warum ohne Haut? Das Beste am Fleisch ist doch immer, wenn es schön zarte Haut hat. So ein Hähnchen zum Beispiel ohne Haut, das schmeckt doch nicht. Schön die Knusperpanade haben. Aber der hier hat auch Spaß, ey. Nee. Oder er hier sieht aus, als würde er... vom Donnerbalken hängen. Aber er ist hier, er ist einfach der sexieste. Okay. Was ist das hier alles für... ein blutiges Loch. Loch. Sehr, sehr sexy. Gehen wir mal erstmal hier lang. Gucken wir uns in Ruhe um. Hier ist aber auch nirgendwo was Schönes, oder? Dieses Spiel mag mich nicht, wie es scheint. Es lässt mir keine Batterien da, es lässt mir... Ich dachte, da liegt was. Nichts! Ich habe immer noch nur zwei! Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Oh, fuck you, ey. Alles klar, auf geht's, Freunde. Oh, da liegt was. Ah, eine Bandage bestimmt nur, oder? Nee, Batterie! Geil, wenn man vom Teufel spricht. Give me that. Oh, endlich. Der sieht schmackhaft aus. Okay, wir müssen kurzfristig mal vorsichtig sein. Denn hier könnten überall Viecher auftauchen. Was ist das denn? Habt ihr das gehört? Ja, da ist was. Irgendwas schlägt gegen die Wände. Wie so Kinder, die versuchen, mit Stöckern und Zäunen Musik zu machen und dann immer ganz viel Krach machen. Haben wir damals auch gemacht. Hatten immer verschiedene Eimer und dann haben wir auf den Eimern immer rumgetrommelt, bis die Nachbarn kamen und gesagt, ey, auf den Scheiß hier! Das macht man nicht. Ich habe Schiss, da runter zu springen. Aber es muss geschehen. Oh Gott, diese Mucke. Ich kann mich da drin verstecken. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich auch gleich müssen. Okay, da geht's. Ah, abgeschlossen. Ich mach den Gang mal auf. Ach du Scheiße. Ich guck mal erstmal rechts lang. Ich lad mal nach. Puh, okay. Batterie! Oh! Jetzt. What? Um die Ecke? Oh Gott. Renn. Oh Gott.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Aber es hat irgendwas. Irgendwas war da. Hier patrouillieren irgendwelche Scheißviecher und ich will das nicht. Ich trau mich hier nicht raus. Nein, ich bleib jetzt hier. Ich mache mir jetzt hier ein Zeltlager auf. Und bleib jetzt im Schrank. Oh Gott, die Minen von Moria, ey. Oh Gott, nur mit verwachsenen Viechern. Ich weiß, das ist... Oh. Leute. Das Spiel wechselt sich zu krass ab zwischen... Was ist denn jetzt los? Okay, ich muss mal ganz kurz WhatsApp beenden. Und da bin ich wieder. Alles klar, versuchen wir uns mal umzusehen. Okay, die Tür geht nicht auf. Die ist blockiert oder verschlossen. Es lagt. Sie wohnt Barge. Batsche, 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 batsche. Mushroom, mushroom. Batsche, batsche, batsche. Mushroom, mushroom. Oh, fuck you, Alter. Nein, das war keine gute Idee. Hat meine Batterien wenigstens noch? Find Lynn. Nee. Nothing matters but Lynn. Okay, dann gucke ich mir mal die Batterien an. Erstmal hier lang. Hier war da noch eine Batterie, oder? Genau. Dankeschön, Spielchen. Dieses Kackvieh da vorne. Ja, 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 ja. Okay, ich mach mal hier zu. Und schau mal nochmal nach, ob denn da wirklich was war im Gang. Ja, da war was. Okay. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall verstecken, weil das Vieh rennt da irgendwo rum. Oh, jetzt kommt wieder so eine richtig schöne Ekelstelle. Wegrennen, verschwinden, enge Gänge. Ah, jetzt wird's gruselig, Leute. Jetzt kommt der panische Teil des Gruselns. Also der gruselige Teil der Panik, sagen wir es mal so. Und nicht einfach nur wegrennen, Panik. Verfolgt werden, Panik. Und einfach schnell die Hindernisse überwinden, Panik. Sondern die Episode, wo es wirklich in die Richtung der Klotz-Panik geht. Ich lasse die Türen einfach mal offen. Zu. Okay. Alles klar. Ich sollte rennen. Ich sollte rennen! Fuck euch, ja, fuck you, 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 fuck you. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Boah, WTF, was ist denn jetzt los? Halt die Fraser, Alter. Es ist, ergibt keinen Sinn. Wieso kann ich nicht wegrennen? Wieso kann ich nicht wegrennen? Ich lasse es erstmal. Der Part ist hier zu Ende, Leute. Ich habe keinen Bock. Gerade, es ist mir, boah, es geht mir zu sehr auf die Pumpe. Lol, okay, ist. Ich fange an der besten Stelle des Spiels an. Indem ich vor dem Vieh wegrennen muss? Nee, Leute, das mache ich jetzt noch schnell zu Ende. Wenn das so ist, dass das Spiel mir sagt, ich muss, dann mache ich auch. Und rennen. Aber ich habe das Gefühl, das Vieh ist schneller als ich. Was tue ich hier überhaupt? Ich beende den Part an der Stelle. Fertig, wie ich es eben wollte. Bis gleich. Bis später. Bis zum nächsten Part. Auf danach weiter. Auf Wiedersehen.